Oh, es ist Tag draußen, draußen, hell, hell. Ich nehme mal bei Licht auf. Ja, ich nehme vor allen Dingen jetzt schon wieder auf. Schon wieder, in Anführungszeichen. Die Zeit unten in der Ecke, da, die steht da ja. Und wenn ihr diese Folge hier seht, ist es weit später als diese Zeit. Es sind noch irgendwie November, Anfang November, erste, zweite Woche oder sowas, habe ich noch Folgen und ich nehme jetzt schon wieder neu auf. Naja, gut, was soll's, ne? Man tut ja das, was man tut. Ja, lange ist es her, dass die letzte Aufnahmesession lief. Für euch zumindest, für mich noch nicht ganz so lange, was auch mal ganz schön ist. Und wir haben ja ein bisschen was getan und ich habe auch noch mal ein bisschen überlegt, was man noch anders machen könnte und die Webcam steht irgendwie schief hier oben. Naja. Ja, was man noch anders machen könnte im Keller unten, wo wir jetzt aber auch mal hingehen. Beziehungsweise wir holen uns erstmal ein bisschen Mesezeug zum Mesekristall machen und wir bauen noch mal ein bisschen was um in der Halle unten. Da hatte ich ja letztes Mal im Halbschlaf so ein paar Sachen gebaut und ach, ich habe noch genug. Ich habe ja noch genug. Und im Halbschlaf bauen ist immer so ein bisschen blöd, deswegen gehen wir jetzt einfach nochmal hin und reißen nochmal ein bisschen was ab. Das macht sich, glaube ich, ganz gut. Und ich bin faul, deswegen gehen wir hier durch. So. So. Natürlich. Na gut, Stöcke habe ich noch da. Was kann ich da lassen? Das brauche ich. Eine Spitzhacke. Naja, gut, das wird schon irgendwie passen. Wir wollen ja hier ein bisschen. Ach, ich hätte vielleicht wirklich. Weißt du was? Ich räume vorher mal auf. Ich glaube, das ist gar nicht so eine blöde Idee. Dann haben wir es einmal ordentlich und dann passt das dann auch schon und dann ist alles gut. So, Ökokram. Was kommt rein? Ökokram. Da kommen die Blumen ran. Guck mal, hier wäre auch noch eine. Ich erinnere mich, dass wir blaue Blumen gesucht haben vor einiger Zeit. Hier wäre auch noch eine gewesen. So, ansonsten haben wir gar kein Ökokram dabei, ne? Ein bisschen Steinzeug wegtun, die brauchen wir auch nicht, ja, haben wir auch genug von. Ich überlege gerade, ob ich das nicht einfach sonst alles wegschmeiße. Na gut, wir tun es erstmal rein. Beziehungsweise, ich glaube, hier können wir auch mal wieder Dings draus machen. So. So. Ah. Ah. Naja. So, rein, 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 rein. Cobblestone. Womit die Cobblestone-Kiste dann auch voll. Wir können hier mal wirklich nur reine Cobblestone-Kiste machen draus. Das heißt, den musigen Cobblestone tun wir den zu Bergbau. Die tun wir erstmal zu Bergbau. Ist ja nicht wie in einem anderen voxelbasierten Spiel. Ich weiß gar nicht, was da immer noch so ist, aber in ja, eben jenem anderen Spiel war es ja so, dass man den bemoosten Cobblestone ja nicht einfach so irgendwie herstellen konnte, indem man nach Cobblestone in dem Wasser platziert hat, sondern man musste den wirklich in Dungeons finden und abbauen. Keine Ahnung, ob das immer noch so ist. Aber ist ja hier zum Glück nicht der Fall. So, Sand haben wir auch ein bisschen, den wir wegtun können. Dann haben wir hier noch ein Clay, Tonerde, bla. So. Dann haben wir hier noch ein bisschen Kies, was wir wegtun können. Dann haben wir noch ein bisschen Erde, die wir wegtun können. Ja, komm, 15, die nehmen wir mit. Unsere Baustellenerde, die gute. So. Ach. Wir machen hier erstmal wieder Blöcke draus. Na komm, was soll's. So, tun wir hier mal mit dazu. Hier hinten zu den gebauten Dingern. Das kommt auch hier wieder dazu. Die kommen erstmal hier unten hin.
So, Werkzeuge und sonstiges. Haben wir irgendwas, was wir wegtun können? Den Schraubendreher können wir weg. Na, den Schraubendreher brauchen wir. Den anderen brauchen wir wahrscheinlich auch gleich. Nehmen das erstmal mit. So, da kommt die Hacke hin. Das kommt. Ich habe mal ein bisschen rumgemoddet und probiert, ob man da irgendwas machen kann mit dem Farbstoff. Bin da noch nicht so happy von. Ich lasse das erstmal so, wie es ist. Ja, dann kann man den immer noch mal machen. Aber den Rest, den strukturieren wir gleich noch mal ein bisschen um. So, Möbel und Objekte. Ist ein Kistenobjekt? Ja, ne? So. So, Silberklumpen da hinten da in die Zeugskiste. Einfach reingeschmissen. So. Na, guck mal, hier wäre noch. Ja, dann tun wir die Kiste hier dazu. Ja, super. So. Kiste rein. Machen wir hier wäre auch noch Hydro-LV-Generator. Da muss man auch irgendwann mal anfangen mit. Ich baue erstmal den Raum fertig. Wir lenken uns einfach weiterhin ab, würde ich sagen. So, den brauchen wir, den brauchen wir, das brauchen wir. Ein Ingot brauchen wir auch. Ton. Also viel Ton hier drin. Vielleicht noch irgendwo. Eisenklumpen haben wir hier noch. Und dann würde ich sagen, gehen wir noch mal ein bisschen Holz holen und dann können wir eigentlich gleich mal gucken. So, das verarbeiten wir, das verarbeiten wir. Den Cobblestone, ja gut, den haben wir jetzt halt dabei. So, Schaufel, dann machen wir hier. Wer ist so? Das verarbeiten wir, das verarbeiten wir, das verarbeiten wir, das brauchen wir, das brauchen wir, das kommt hier erstmal hin, das brauchen wir auch gleich. Ja, passt soweit. Gucken, ob es Nacht wird. Ja, wird Nacht. Da ist also die beste Zeit, um ja, Bäume zu holen. Das heißt, wir laufen erstmal wieder rüber. So, heute bin ich mal international unterwegs. Einzuhalten, ne? Kein Energy Drink, aber auch gut. Und wahrscheinlich sogar ein bisschen gesünder. Oder was haben wir hier? Wasser, Zucker, ja, genau. Also Zuckerwasser mit Kohlensäure. Wie alle Limos auf dieser Welt wahrscheinlich auch. So, da hinten ist Wald. Diesmal machen wir nicht den Fehler und kraxeln da hoch, sondern wir werden gleich da vorne einfach irgendwie hochspringen. Und dann gehen wir da ein bisschen Bäume holen. Weil wir brauchen Holz für Holzkohle. Und es geht immer noch schneller, als irgendwo jetzt unter der Erde Kohle zu suchen. Ah. Es wird auch nur gehalten hier von. Oh Gott. So. Na komm. Jetzt hier irgendwo hoch. Genau, so. Na komm, mal vielleicht ein bisschen ordentlicher, dann passt das dann schon. So. Das sieht immer so aus von weiter weg, als wenn man da so problemlos hochkommt, ne? Aber wenn man dann davor steht, ist es doch halt relativ scheiße, da hochzukommen. Da hinten vielleicht. Wenn dann irgendwann die Baumfarm mal steht, dann haben wir da auch, glaube ich, keine Probleme mehr mit. Na. Aber bis es dann soweit ist. Obwohl hier kommt man, glaube ich, hoch. Ja, hier kommt so hoch. Wunderbar. So, denn hier lassen wir stehen. Wir gucken hier hinten mal, dass wir so ein bisschen was wegholen. Ist ja dank der Mod relativ einfach. Zack, zack. Kurz mal warten, was passiert. Der baut das auf jeden Fall ab. Sehr gut. Ach, den hat er auch gleich mitgeholt. So, so. Weiter geht's hier, mehr Baum. Mehr Baum! Wir müssen mehr Baum holen. Zack, zack. Mir geht es da ja vornehmlich um die Holzstämme. Na, gucken wir mal, was das bringt. Ja, schon. Das. Da ist ja gar nichts. Wieso steht denn der noch? Ach, das war ein Busch. So, jetzt wird es wieder dunkel. Aber ich glaube,
65, ich glaube, wir haben auch genug. Es ging ja nur darum, dass wir Holzkohle uns irgendwie organisieren können, dass wir ein bisschen was brennen können gleich. So. Ab dafür. Da ist noch Kohle drin, das heißt, wir machen das alles zu Holzkohle und während das am Brennen ist, na gut, ich meine, wo ist eigentlich mein Eimer hin? Habe ich den hier irgendwo? Da ist der Eimer. Ohne Eimer darf nicht gespielt werden. Das ist streng verboten. Das ist ein Gesetz, das besagt, das ist das Eimergesetz. Und das Eimergesetz sagt, man darf meinen Test nicht ohne Eimer im Inventar spielen. Da muss ich mich leider dran halten. Okay, rein, rein, raus. Da, ach, so. Rein. Raus, ab, ja, 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 und einmal wieder voll machen. So, dann, da ist doch irgendwo, wo bist du, wo bist du, da bist du, hallo, hallo, ah. Meine Kaktusrüstung hatte ich wieder. Naja, genau. Zack. Zack, zack, zack. Ja. Jetzt würde ich sagen, wir schummeln die mal kurz dazwischen. Kurz ein Momentchen warten. Wir haben auch genug Holzkohle jetzt wieder hier. Also von daher. Die restlichen, die tun wir erstmal unten rein. Guck mal, hier reinschmeißen. Zack. Die Blätter schmeißen wir auch rein. So. So, da soll sich dann das System drum kümmern. Es ist zwar noch nicht ganz komplett konfiguriert, aber das passt schon. Das passt schon. Ja, ich habe noch mal ein bisschen nachgedacht, was man natürlich machen kann hier hinten. Da ist ja noch so einer. Hier hinten, dass man... also diese Kiste, dass man das alles irgendwie eins vorholt, dass das im, in dem Schuppen steht. Und dass man von innen dann eine normale Kiste hat, wo man dann eben normal ja, Sachen reintun kann, einfach die dann da drin liegen bleiben. Dann habe ich die Mod etwas verändert. Ich glaube, man muss sie nochmal alle neu setzen, damit die dann auch den neuen Intervall irgendwie nutzen. Die funktioniert jetzt so, dass man... ja, dass es eben ein zufälliger Intervall ist und nicht mehr die 60 Sekunden. Ich glaube, nach dem nächsten Update merkt er das automatisch. Genau, jetzt ist der Hinweistext weg. Und ich habe den entfernt, einfach den Hinweistext, weil... er ist jetzt zufällig mehr oder weniger, also es gibt immer noch einen gewissen, ja, eine gewisse Zeitspanne, in der das dann eintritt, dass eben die Blumen wachsen. Aber das ist jetzt das pro Tisch, ist es jetzt zufällig. Ich baue die jetzt aber nicht ab nochmal, also ich lasse sie jetzt einfach so. Und die Blumen, die stellen wir hier mal irgendwo hin. Zu dem ganzen Rot mal ein bisschen Abwechslung im Blau. Vielleicht wächst ja was. So, wie gesagt, das ist... rutscht ein raus und dann steht hier eben eine normale Truhe. So, da haben wir die hier und dann haben wir hier noch Stöcke. Ja. Zack, zack, zack. Na. Zack. Und jetzt kann die Folge beginnen. Also. Es kommt auf jeden Fall bis hier alles nochmal raus. Den Boden machen wir auch nochmal neu. Das ist ja dann hinfällig. Hier hinten müssen wir gleich mal gucken, dass wir da eine Absperrung bauen. Aber hier kommt auf jeden Fall der komplette Stein raus. Ja. Es geht ja zum Glück mit der Hacke relativ schnell. Und Decke bleibt, wie sie ist. Und wie gesagt, Boden kriegt anderes Design. Und den Rest, da gucken wir gleich.
Das muss hier noch eins weiter rein. Ja. Klopf, 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 klopf. Ich überlege gerade, es wäre vielleicht sinnvoll, sich da irgendwie ein Gerüst stehen zu lassen, mit dem man dann arbeiten kann. Aber, nö. Ich mache das jetzt einfach alles weg. Das ist schon in Ordnung so. So. Zack. Und man sieht ja schon, worauf es hinausläuft. Also hier kommt auch wieder so eine Wölbung rein. Hier auf der Seite, da ist halt die Treppe. Da müssen wir mal gucken, dass wir da uns hinten dann hinten an der Treppe hier an der Rückseite einfach so ein bisschen ja, so eine Absperrung, Umrandung bauen, die das dann so ein bisschen eingrenzt. Vielleicht ähnlich wie hier. Gucken wir gleich mal. Erstmal kommt jetzt der ganze Kram weg. Da, genau. So. Und so. Na, nicht das Schwert, so ein Quatsch. Klopf, 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 klopf. Es hat wieder viel Steine geklopft heute. Ich guck mal. So. Ich guck mal, wie weit wir heute tatsächlich kommen mit dem ganzen Kram. Also das hier unten machen wir auf jeden Fall nochmal fertig. Ja, Rückseite bleibt glatt. Da hier der Abstieg da oder diese Brüstung bleibt auch glatt. Vielleicht bauen wir hier auch noch irgendwas hin, dass man dann hochgehen kann wieder auf der anderen Seite. Wobei hier das Becken im Weg wäre. Also das... Na, wir schauen mal. So. Upsa. Und hier... Und hier. So, weil der Abstand bleibt hier gleich und oben auch. Das heißt also, der Zweier Abstand, der bleibt. Dann kommt die leichte Wölbung rein und dann war's das. Wir brauchen jetzt von diesen hier die Schrägen auf jeden Fall. Ziele ich das ab? Kann man machen, oder? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 16, 17. Meine Güte. Na komm. So. Ich glaube aber, da haben wir genug von, sonst hätten wir, glaube ich, hier... Ne, hatten wir keine mehr. Na gut, da gucken wir gleich mal. Also, 17. Und zwar für die eine Seite, für die andere Seite, für eine Seite oben, für andere Seite oben. Dann brauchen wir gleich noch die andere. Ich lasse das erstmal drin. Wir bauen das schrittweise. Aber ich hoffe, das flackert nicht. Das wäre ziemlich scheiße. Weil dann müsste ich die Aufnahme neu starten. Oh Gott, das Bild. Mein Test. Bla. Wanddesign. Genau. Der, die beiden glatten. Ihr seht da jetzt nichts von. Ich blende es einfach mal ein. Dann wisst ihr, was ich meine. Genau, der unten die Reihe, dann die Reihe mit den ja, Slabs, wo was davor sitzt, dann die Reihe mit den Slabs und dann nochmal Slabs, die davor sitzen und dann wieder die Schrägen. Das Deckendesign, wie schon gesagt, das bleibt wie es ist und Bodendesign wird auch ein bisschen anders. So, und es hat glaube ich nicht geflackert. So, und dann ganz das Ganze, das bauen wir dann jetzt einfach mal. 17 für die eine Seite, 17 für die andere Seite. Und den Rest an den Wänden, da mache ich dann gleich nochmal zu. Das ist dann gleich nochmal wieder schön. Upsa. So. Tack, tack, tack.
hier ist eben, was ich meine, hier hinter. Ups. Hier hinter ist halt. Na komm. Ups. Hier hinter ist dann halt eben eine Lücke. Ja, wie gesagt, da gucke ich gleich mal. Vielleicht machen wir es auch zu oder sowas. Da habe ich jetzt nicht weiter drüber nachgedacht. Ich habe nur das Design irgendwie mir überlegt, wie wir das machen können. Den Rest, na. Den Rest, der Rest war nicht Teil meiner Überlegung. So, kommt man da so ran oder was? Oh, kommt man so ran, sehr gut. Also, braucht man gar nicht springen. Trotzdem fummelig, ne? Och, leck mich am Arsch. Leck mich am Arsch, Junge! So. Och, ja, weil... Nicht an der Oberseite von dem Node angesetzt, sondern da und da. Ah gut, ich komme auch an die Decke dran, also okay. Dann ist es vielleicht ein bisschen einfacher. Ich komme ja auch an die Decke dran. So. Aber auch da natürlich irgendwie muss der richtig platziert werden. So. So, nämlich so nicht, ne? Das kommt davon, wenn man es nicht ordentlich macht. So. Dann haben wir das. Oh. So. Dann Häppchen essen. Und dann machen wir nochmal zwei Reihen auf jeder Seite von den anderen. Von den anderen Schrägen. Und zwar von diesen hier. Eine Reihe. Zweite Reihe. Da. Da. Die müssen aber, glaube ich, trotzdem mit... Ja, die müssen trotzdem gedreht werden mit dem Schraubendreher, weil die sich halt andersrum ausrichten, als wir sie brauchen. Nämlich so. Replacer. Dafür haben wir ihn da. So. Tuck, 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 tuck. Zack. Und die untere Reihe ganz genauso. Auch da müssen wir natürlich gucken. Die müssen erstmal richtig gedreht werden. Irgendwie halt, ne? Also mit dem Schraubendreher ist er so lange rumklicken, bis passt. Die... Ja. Nee. Er sieht irgendwie komisch aus, ne? Machen wir nochmal einen anderen. Genauso aus, ne? Ja, komm, dann. Zack, 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 zack. Ups. Der gute Cobblestone. Und so. So, und auf der Seite ebenfalls. So. Schraubendreher. Gucken, ob der noch reicht, der Schraubendreher. Tok, 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 tok. Und hier unten. Da hat nämlich nicht gereicht, ne? Super. Kriege ich hier stärker raus? Ne. Also nochmal hochlaufen. Linksholz. Ach, Linksholz. Wie schön.
Wir brauchen ja nur einen. Ach, jetzt hätte ich eigentlich auch noch Slabs machen können, ne? Ne, egal. So. Hier hinten. Und hier auch zu. So, und jetzt wäre natürlich die Überlegung, man kann natürlich hier auch irgendwie beleuchtungsmäßig noch was machen. Und zwar, dass man dahinter einfach nochmal die Reihe rausnimmt. Und eine Reihe, ja, entweder Mese oder eben Glowglass reinsetzt. Ich denke mal, Glowglass passt hier schon. Es soll ja nicht extrem hell sein, es soll einfach nur nicht so dunkel sein. Na, das heißt, wir gucken mal, dass wir ein bisschen Glowglass uns schnappen und dass wir das dann da eben einfach hinlegen. Und dann die Slabs eben davor. Und dann ist das gut. Beziehungsweise ist es besser als jetzt. Ah, hier die Ecke. Ich weiß noch nicht, wie wir das machen. Ich weiß noch nicht. Ja, wir gucken gleich mal, ob wir das irgendwie schön hinkriegen. Oh, Jucki, Jucki, Jucki am Auge. So. Also wenn es dann einmal juckt irgendwo, dann fängt es auf einmal überall an zu jucken, ne? da ist noch Glowglass. Ist das normale? Ne, super Glowglass, sehr gut. Dann machen wir uns nämlich jetzt noch schön ein paar Glowglass-Plättchen, die wir da hin platzieren und dann... Komm. Dann war es auch noch das Falsche. Und dann kommen da dann eben die Slabs davor. Glowglass und so, Plättchen. So, 17, 17, 17, 17. Und ich denke mal, so in der Mitte reicht das. Cobblestone. Dann Glowglass. Ja, man kann es natürlich so machen, ne? Das ist technisch, macht das keinen Unterschied. Ich hätte sie trotzdem ganz gerne vernünftig ausgerichtet. Das heißt, also da. Hier vorne. Wie gesagt, technisch ist es völlig egal, ob die vorne oder hinten sitzen. Aber ich hätte es gerne so. Was man natürlich auch dann machen könnte, man könnte dahinter noch einen Gang irgendwie bauen und der wäre dann halt eben ja ein bisschen näher dran an der Wand, was eigentlich ja egal ist, aber dann ist das dann auch okay. So. War doch fast gut hier. Und mal drüben auch nochmal. Und von der Helligkeit, ja, das passt. Das passt locker von der Helligkeit. So, einmal hin. Und einmal zurück. Oh, so geht das nicht. So. Und da kommen jetzt einfach Slabs vor. Slabs. So. Zack. Na, zack. So. Und ja, ich würde sagen, von der Helligkeit her definitiv in Ordnung. Platzieren wir da auch nochmal Slabs hin. Zack, und hier. So. Wirkt doch schon gleich ganz anders. Hinten müssen wir noch ordentlich machen.
Da kommt dann dieser Streifen wieder raus. Hier, den brauchen wir dann auch nicht mehr. Er spiegelt sich ja jetzt nicht mehr im restlichen Design wieder. Also von daher kommt er eben weg. So, dann kommt das hier auch nochmal weg. Ja, weil hier dann ja die Wand ein bisschen reingeht oder eben weitergeht. So. So, und auf der anderen Seite ebenfalls. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ah, das reicht ja genau. Sogar noch eine Reserve.